Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu unserem Online-Präventionskurs Erfolgreich abnehmen. Mein Name ist Tom und ich werde euch als Moderator durch die nächsten mindestens 8 Wochen begleiten. Dass wir diesen Kurs jetzt auflegen, ist mir ein ganz besonderes Anliegen, denn als Fitness- und Ernährungscoach habe ich natürlich mit dem Thema Gewichtsmanagement bzw. Übergewicht sehr, sehr viel zu tun. Und ich weiß, dass das ein individuelles Problem des Einzelnen ist, aber auch ein gesellschaftliches Problem. Und deswegen ist es aus meiner Sicht besonders wichtig, dass es solche Programme wie das hier gibt. Ich wünsche euch für die nächsten Wochen viel Erfolg, sehr viel Motivation und auch viel Spaß und würde sagen, lasst uns einsteigen. Was erwartet euch in diesem Kurs? Uns ist ganz wichtig, ein Ziel zu erreichen, dass euch das Abnehmen so leicht wie möglich fällt. Ja? Klar ist, wir können nicht das Essen komplett aus unserem Leben verbannen. Das wollen wir auch gar nicht und sollen wir auch gar nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie damit klarkommen. Wir müssen uns arrangieren. Wir brauchen die richtige Strategie im Umgang mit unserer Ernährung. Deswegen ist für uns auch wichtig, euch Wissen zu vermitteln. Das ist klar. Die richtigen Hintergrundinformationen stärken einen auch in seiner Motivation. Aber vor allen Dingen wollen wir euch Handlungsfähigkeit mit auf den Weg geben. Wir möchten, dass ihr im Alltag, in den Situationen, wo sich entscheidet, ob ihr das Richtige oder das Falsche tut, gewappnet seid und die richtige Entscheidung treffen könnt. Alternativen zur Hand habt. Das ist ganz wichtig. Und wir möchten eure Motivation, euer Glauben daran, dass ihr euer Ziel auf jeden Fall erreichen könnt, hochhalten. Auch dazu wird es von uns Hilfestellung geben. Okay? Der Kurs ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt 3 Phasen. Die erste Phase ist eine Vorbereitungsphase, das sind die Module 1 und 2. Und da geht es darum, dass ihr einfach euch ein bisschen sortiert, euch sicherer seid in dem, was ihr tut. Wir wollen euch dabei helfen, euch auch in eurer Küche vorzubereiten, vielleicht die richtigen Dinge einzukaufen. In der zweiten Phase findet die eigentliche Diät statt. Diese Phase geht über 3 Wochen. Und hier wird es eine drastische Kalorienreduktion geben. Also da werdet ihr an euer Körperfett gehen und das eigentliche Abnehmen wird beginnen. Ihr könnt diese Phase, wenn ihr das möchtet, verlängern auf bis zu 6 Wochen. Ja, wenn ihr nach 3 Wochen sagt, es läuft gerade schon rund und ich möchte eigentlich noch ein bisschen am Ball bleiben, tut das ruhig, verdoppelt die Zeit im Zweifelsfall. Und anschließend geht es in die letzte Phase, das ist die sogenannte Stabilisierungsphase. Und in dieser Phase geht es darum, dass ihr das Ernährungsverhalten aus der Diätphase überführt in eine ganz normale Alltagsernährung, die ihr dann auch dauerhaft beibehalten könnt. Ihr habt die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Wir wollen uns austauschen mit euch. Dazu gibt es ein Forum auf unserer Website, an dem ihr euch beteiligen könnt. Es gibt die Möglichkeit, uns per E-Mail zu kontaktieren, wenn es mal ganz konkrete Fragestellungen gibt. Und wir unsererseits holen uns auch Informationen von euch, nämlich über die Fragebögen, die wir euch bitten auszufüllen. Ja? Gut, das ist der Plan, die Marschroute, die wir in den nächsten Wochen gemeinsam abgehen werden. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Die meisten von euch werden schon die Erfahrung gemacht haben, dass es auf dem Weg zum Wunschgewicht einige Hürden oder Stromschnellen gibt. Als Ernährungscoach weiß ich, wovon ich da spreche. Um dieses Programm hier für euch aufzulegen, haben wir uns eine Expertin ins Boot geholt, unter deren Federführung wir das Konzept hier entwickelt haben, die Patricia Skierde. Sie wird sich zwischendurch immer wieder zu bestimmten Themen äußern und aus ihrer fachlichen Sicht Stellung beziehen dazu, sodass ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, wie wichtig und komplex dieses Thema ist und die richtigen Informationen bekommt, um selber besser ins Handeln zu kommen. Unsere Strategie fürs Abnehmen basiert auf 2 Säulen. Einmal die physiologische Säule, also das, wie wir direkt körperlich Einfluss nehmen durch die Art unserer Ernährung. Und das zweite ist die psychologische Säule, also wie können wir darauf Einfluss nehmen, im richtigen Moment dauerhaft die richtige Entscheidung zu treffen, unsere Motivation hochzuhalten, ja, und Spaß an der ganzen Geschichte zu haben. Beides ganz wichtig. Jetzt im ersten Teil gehen wir kurz darauf ein, was denn so die Grundlagen auf der physiologischen Ebene sind. Und da geht es in allererster Linie um die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Und die Frage, wie viel von welchem Nährstoff brauchen wir eigentlich? Gibt es gute oder schlechtere Varianten der einzelnen Nährstoffe? Und wie hängt das Ganze zusammen? Und dazu hören wir uns jetzt direkt mal die Patricia an. Viel Spaß dabei. Hallo, ich
bin Patricia Skirde, bin zertifizierte Ernährungsberaterin und Konzeptgeberin für diesen Kurs. Ja, es gibt Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Kohlenhydrate und Fett dienen unserem Körper hauptsächlich als Energielieferant und die Eiweiße dienen unserem Körper als Bausubstanz. Über den praktischen Umgang mit diesen Makronährstoffen werden wir natürlich im Laufe des Kurses noch sehr detailliert sprechen. Jetzt zu einem anderen Thema, was euch vielleicht schon begegnet ist oder eine Fragestellung. Warum scheint es Menschen zu geben, die können essen, was sie wollen und nehmen nicht zu? Und andere brauchen nur ein halbes Brötchen zu essen und haben es direkt auf der Hüfte hängen. Ein Grund dafür könnte sein der Unterschied in der Darmflora. Tatsächlich. Denn je nachdem, wie unsere Darmflora aufgebaut ist, führt das dazu, dass unser Körper mehr oder weniger Nährstoffe aus dem Nahrungsbrei aufnehmen kann. Dass wir also gute oder weniger gute Kostverwerter sind. Wie das genau zusammenhängt und was das für uns bedeutet, dazu hören wir uns jetzt die Patricia nochmal an. Ja, unsere Darmflora beeinflusst ganz enorm die Art unserer Energieaufnahme. Man muss sich zunächst einmal vorstellen, dass jegliche Nahrung, die wir zu uns nehmen, durch unseren Körper läuft und im Darm aufgenommen wird. Und die Darmoberfläche ist mit verschiedenen Bakterienkulturen bestückt und diese beeinflusst die Aufnahme der Nährstoffe, Fette, Eiweiß, Kohlenhydrate, aber auch Hunger, Appetit und Sättigung. Deswegen ist es wichtig, diese Darmflora in Balance zu halten, um auch eine gute Energieaufnahme zu haben. Beispielsweise sind ballaststoffreiche Lebensmittel positiv für unsere Darmflora und zuckerreiche Lebensmittel beeinflussen sie eher negativ. Deswegen sollte man ganz enorm darauf achten, gute Lebensmittel für unsere Darmflora zu uns zu nehmen. Also das Thema Darmgesundheit ist sehr, sehr wichtig und das führt auch dazu, dass wir konkrete Maßnahmen in diese Richtung ergreifen werden. Dazu später mehr. Zwei wichtige Punkte noch auf der physiologischen Ebene, um auf eure Zielerreichung positiv einzuwirken. Das erste, richtiges Trinken. Flüssigkeitsversorgung führt dazu, dass wir Nährstoffe besser transportiert bekommen in unserem Körper. Und das beste Medium dafür ist stilles Wasser. Stilles Wasser hat die günstigsten Eigenschaften, Stoffe aufzunehmen und dahin zu transportieren, wo sie hingehören. Ja? Deswegen trinkt möglichst viel stilles Wasser. Und der zweite und letzte Punkt auf der physiologischen Ebene, ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, Bewegung. Ohne Bewegung ist es viel, viel schwerer, in ein Gewichtsmanagement, in eine Gewichtsbalance zu kommen. Denn wir müssen uns immer wieder klar machen, das Gewicht zu balancieren bedeutet, wir müssen zwischen Energieverbrauch und Energiezufuhr eine Balance herstellen. Ja? Und den Energieverbrauch können wir effektiv über Bewegung steuern. Außerdem, mittel- und langfristig betrachtet, ist es so, dass Bewegung, zumindest die Bewegung mit der richtigen Intensität, Muskulatur aufbaut. Und die fördert euren Gesamtumsatz und damit die Energie, die ihr sowieso den ganzen Tag über verbraucht und erleichtert euch das Erreichen eurer Ziele. Dann lasst uns zur zweiten Säule kommen unserer Strategie und das ist die Psychologie. Und hier geht es ganz klar darum, dass ihr zunächst eine sehr, sehr starke Zielmotivation aufbaut. Ja? Euer Motto sollte sein, wollen statt sollen. Okay? Wir alle haben eine gewisse Disziplin. Das heißt, manchmal im Leben ist es notwendig, dass wir uns am Riemen reißen und über einen kurzen Zeitraum schaffen, bestimmte Dinge durchzuziehen, auch wenn wir gerade keinen großen Spaß daran haben. Diese Fähigkeit ist aber sehr, sehr begrenzt und nur für ganz kurze Momente abzurufen. Viel, viel wichtiger, um ein solches Ziel wie eures zu verfolgen, was wir auf Dauer ja nur erfolgreich zu Ende bringen können, ist die Zielmotivation. Also wirklich jeden Tag aus einer inneren Überzeugung und Freude heraus immer wieder die richtigen Dinge zu tun. Ja? Dafür gibt es ein paar Voraussetzungen. Und eine ganz wichtige Voraussetzung ist die Definition konkreter und erreichbarer Ziele und die Überprüfung dieser Ziele. Legt euch da ruhig fest. Später könnt ihr das immer noch ein bisschen anpassen, je nachdem, wie es bei euch läuft. Okay? Überprüft diese Zielerreichung nicht zu häufig. Einmal die Woche ist ausreichend, auf die Waage zu steigen oder mit dem Maßband Umfänge zu messen oder im Spiegel den optischen Eindruck heranzuziehen. Ja? Wenn ihr zu häufig in dieses Überprüfen geht, werdet ihr wahrscheinlich nur frustriert sein dadurch. Denn der Körper entwickelt sich nicht immer geradlinig, sondern in Schwankungen. Ja? Einmal die Woche reicht. Wichtig ist, dass ihr eure Motivation täglich auffrischt. Und das geht am besten über sogenannte Motivationsmantras.
Also schreibt euch auf, um euch immer wieder klarzumachen, was eure Ziele sind, was ihr gerade tut, wie positiv das für euch ist, für eure Gesundheit, für euren Körper, wie verantwortungsvoll ihr mit euch selber umgeht. Und versucht das jeden Tag in euer Bewusstsein einzupflanzen. Ja? Das wird eure Stimmung auf Dauer hochhalten und lässt euch eure Ziele nicht aus dem Auge verlieren. Und so kann auch Freude entstehen beim Umgang mit unseren Ernährungstipps und Regeln, beim Umgang mit Nahrung, beim Kochen, beim Vorbereiten der Nahrung für den Alltag. Dann lasst uns jetzt zu den ersten Schritten kommen, mit denen wir unser Programm starten wollen. Jetzt kommen wir ins Handeln. Wir befinden uns in Modul 1, Woche 1 unseres Kurses. Und das bedeutet, ihr habt ein paar Hausaufgaben. Dinge, die in dieser Woche zu erledigen sind. Die ersten Schritte, die euch in das Programm hineinleiten. Und das Allerwichtigste in dem Kontext ist, dass wir die Basis herausfinden, auf der ihr eure Ziele erreichen wollt. Nämlich den Umsatz eures Körpers, was die Kalorien anbelangt. Wir haben euch dazu einen sogenannten Umsatzrechner bereitgestellt. Das ist eine Excel-Tabelle, in die ihr eure persönlichen Daten eintragen müsst, um dann ausgerechnet zu bekommen, was euer Körper in Ruhe, in Arbeit und vielleicht unter körperlicher Belastung verbraucht. Damit das funktioniert und zweifelsfrei ist, haben wir euch ein kleines Filmchen dazu zusammengestellt und das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Herzlich willkommen zum Präsentationsvideo unseres Umsatzrechners. In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie der Umsatzrechner zu bedienen ist und wir wollen euch auch ein paar Hintergrundinformationen geben, warum die einzelnen Daten, die ihr hier eingebt, relevant sind für die Berechnung eures Umsatzes. Okay, lasst uns beginnen. Hier oben links gebt ihr eure Daten ein. Wir nehmen jetzt mal eine fiktive Person und gehen davon aus, die ist 45 Jahre alt. Warum ist das Alter wichtig? Weil mit zunehmendem Alter die Energiebilanz sich verändert. Der Körper verbraucht weniger Kalorien. Das ist eine Tendenz, die genetisch so festgelegt ist. Und das kann natürlich mehr als ausgeglichen werden durch die Art, wie man seinen Alltag verbringt. Ja. Trotzdem für die Berechnung hier wichtig. Dann als nächstes die Körpergröße. Gehen wir mal davon aus, die Person ist durchschnittlich groß. 180 cm. Und hier das Gewicht, wir gehen ja von einem Übergewicht aus, das heißt vielleicht 90 Kilo. Größe und Gewicht sind wichtig, um euren Body Mass Index bestimmen zu können. Ja? Und natürlich, um generell eure physiologischen Daten zu erfassen, die ja für den Grundumsatz und für den Gesamtumsatz wichtig sind. Das Geschlecht, männlich oder weiblich, gehen wir mal von männlich aus hier. Das Geschlecht ist wichtig, weil Männer tendenziell mehr Muskelsubstanz haben und deswegen einen höheren Umsatz. Ja. Der PAL-Wert, das ist der Wert eurer physischen Aktivität. Ja, ihr habt da verschiedene Daten, die ihr eingeben könnt, von 1,2 bis 2,4 maximal. Und was das bedeutet, ist hier in der Tabelle dargestellt. Es geht dabei um die Lebensweise. Ja. Und das Niedrigste ist ausschließlich sitzende bzw. liegende Lebensweise. Das trifft wohl zu nur für alte oder gebrechliche Menschen. Ja. Das, was am meisten punktet, ist natürlich körperlich anstrengende Tätigkeit. Zum Beispiel Berufe, die körperlich sehr fordernd sind oder Leistungssportler. Okay, gehen wir mal davon aus, unsere Person ist so am Durchschnitt orientiert. Also viel Arbeit am Schreibtisch aufgrund eines Bürojobs, wenig Freizeitaktivitäten. Und dann sind wir hier im Bereich 1,3 bis 1,5. Wohlwollend geben wir mal die 1,5 ein. So. Jetzt sind hier unten eure Kenndaten angegeben, berechnet. Ja. Der BMI mit 27,8 liegt im Bereich des Übergewichts, noch nicht im Bereich der Adipositas. Über 25 ist Übergewicht, über 30 Adipositas. Ja. Der Grundumsatz ist hier mit knapp 1900 Kilokalorien berechnet. Und ist hier definiert. Also das ist die Energie, die der Körper pro Tag ohne körperliche Anstrengung, also in völliger Ruhe, benötigt. Okay? Dann haben wir den Gesamtumsatz. Das ist die Summe aus Grundumsatz und Leistungsumsatz. Und das entspricht der gesamten Energie, die der Körper über den Tag verbraucht, wenn wir den Aktivitäten nachgehen, die sich ebenso anbieten für uns. Ja? Also unserem Alltag nachkommen. Der ist hier auf gut 2800 Kilokalorien beziffert.
Jetzt steht hier der Tagesbedarf zum Abnehmen und das ist ganz interessant. Hier ist jetzt ein Mittelwert zwischen Grundumsatz und Gesamtumsatz gewählt. Also die Hälfte dazwischen. Ja? Wenn ihr diese Menge an Kalorien zuführt, solltet ihr erfolgreich abnehmen können. Wir sprechen ja davon, dass ihr mindestens euren Grundumsatz euch zuführen solltet. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, je weniger ihr esst, desto schneller werdet ihr abnehmen. Das ist klar. Minimal sollte der Grundumsatz zugeführt werden. Ja, steht auch hier oben nochmal. Ne? Woran ihr euch jetzt orientiert, das ist so ein bisschen individuell zu entscheiden. Erstens, wie schnell wollt ihr erfolgreich sein? Und zweitens, wie gut kommt euer Körper mit der Kalorienreduktion klar? Da müsst ihr mal so ein bisschen testen. Ja? Okay, hier noch die Formel, nach der das Ganze berechnet ist. Diese Harris-Benedict-Formel wird gerne herangezogen, ist relativ genau, weil sie eben möglichst viele individuelle Werte berücksichtigt. Gut, dieser Umsatzrechner ist von der Website gesundepfunde.com zur Verfügung gestellt. Das ist eine Webseite, die sich mit dem Thema Abnehmen befasst. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Okay, dann wünsche ich euch viel Erfolg bei der Nutzung dieses Umsatzrechners und natürlich großen Erfolg und viel Spaß beim Abnehmen. Gut, das war einfach. Aber die nächste Aufgabe wird ein kleines bisschen aufwendiger, denn ihr sollt Kalorien zählen. Oh, jetzt werden bei dem einen oder anderen von euch die Alarmglocken angehen. Aber keine Sorge, wir verlangen nicht von euch, dass ihr ab jetzt euer Leben lang Kalorien zählen werdet, um euch zu kontrollieren. Trotzdem ist jetzt zu Beginn dieses Kurses wichtig, einmal den Status quo zu ermitteln. Also einmal genau hinzuschauen, wie verhalte ich mich denn im Moment ernährungstechnisch und wo entstehen vielleicht Schwierigkeiten. Ja? Dazu ist die beste Methode, ein Ernährungstagebuch zu führen. Das war früher ziemlich aufwendig, weil man alles händisch aufschreiben musste. Heutzutage gibt es dafür Gott sei Dank tolle Apps. Und eine der besten aus unserer Sicht haben wir euch herausgesucht und zeigen euch im folgenden Film, welche Möglichkeiten diese App euch bietet und wie die zu bedienen ist. Herzlich willkommen in unserem Videotutorial zum FDDB Extender. Wenn du die App öffnest, landest du als erstes im Dashboard, also in der Gesamtübersicht. Hier werden dir alle relevanten Informationen zu deiner Buchhaltung übersichtlich und verständlich dargestellt. Unter Details findest du eine genauere Analyse deiner Daten. Im Tagebuch kannst du eintragen, was du isst und wie aktiv du bist. Falls du hier eine Einteilung in Hauptmahlzeiten und Snacks vorfindest, geh bitte in die Einstellungen und ändere das, indem du unter dem Menüpunkt Gruppierung auf Tageszeiten wechselst. Wir versuchen ja, auf die Zwischenmahlzeiten nach Möglichkeit zu verzichten. Denke daran, in den Einstellungen auch deine persönlichen Daten als möglichst genaue Bemessungsgrundlage für dein Tagebuch einzugeben. Dein Tagesbedarf an Kalorien wird automatisch berechnet. Du kannst ihn später mit Beginn der Diätphase durch deinen individuellen Zielwert zum Abnehmen ersetzen. Lebensmittel zu finden und einzutragen ist sehr einfach und praktisch. Tippe auf Mahlzeit eintragen und suche dann das passende Lebensmittel. Du kannst dazu den Barcode auf der Packung scannen oder mittels Stichwortsuche das richtige Produkt finden. Hier bieten sich Stichwortkombinationen an, die die Suche eingrenzen, wie zum Beispiel Produktname und Hersteller oder Produktname und Supermarkt. Mit etwas Übung findet man immer gezielter und schneller. Wähle dann deine Portion des Lebensmittels, die passende Zeit und speichere den Eintrag in deinem Tagebuch. Eine sehr praktische Funktion ist die Erstellung von Listen oder Rezepten. So kannst du Mahlzeiten, die du regelmäßig verzehrst, anlegen und dann als komplettes Rezept eintragen. In diesem Beispiel habe ich ein Salatrezept angelegt. Neben den Lebensmitteln kannst du auch deine Aktivitäten im Tagebuch festhalten. Der daraus resultierende erhöhte Kalorienverbrauch wird natürlich direkt verrechnet. Dazu tippe auf Aktivität eintragen
und wähle aus dem umfangreichen Angebot das Richtige aus. Der Eintrag ins Tagebuch funktioniert genau wie bei den Lebensmitteln. Du kannst zusätzlich auch deinen Fitness-Tracker mit der App verbinden. So wird dein komplettes Aktivitätsprofil berücksichtigt. Es gibt diese App als kostenlose Variante mit allen wichtigen Funktionen oder kostenpflichtig mit ein paar zusätzlichen Optionen. Vielleicht magst du die Entwickler dieser sehr hilfreichen App ja mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Ich wünsche dir in jedem Fall viel Spaß und Erfolg bei der Nutzung. Okay, dann versuch diese Woche mal, alles, was ihr verzehrt, im Ernährungstagebuch festzuhalten. Ja, dass ihr euch einen lückenlosen Überblick verschafft über den Status quo. Gut, ein paar zusätzliche Regeln habe ich noch für diese Woche. Und die erste ist euer Essrhythmus. Versucht, eure Ernährung auf die drei Hauptmahlzeiten zu konzentrieren. Ja? Die Zwischenmahlzeiten, wenn möglich, wegzulassen. Wenn das nicht möglich ist, dann wenigstens die Zwischenmahlzeiten ohne Kohlenhydrate zu absolvieren. Also vielleicht mit Rohkost, irgendwelchen Dingen, die nicht euren Insulinspiegel anheben und eine Blutzuckerreaktion auslösen. Ja? Damit euer Stoffwechsel ein bisschen zur Ruhe kommt. Das kann durchaus sein, dass ihr am Anfang, wenn ihr viele Zwischenmahlzeiten gewohnt seid, vielleicht ein kleines bisschen Hunger entwickelt, aber ist ja nicht schlimm. Den kann man mal zulassen und die Vorfreude auf die nächste Mahlzeit entsprechend genießen. Ja? Versuch das mal. Dann das richtige Trinkverhalten. Wir haben schon darüber gesprochen. 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht ist mal so eine Daumengröße, an der ihr euch orientieren könnt. Wenn ihr viel schwitzt, natürlich ein kleines bisschen mehr. Und am besten stilles Wasser, ohne Kohlensäure. Denkt dran, das hat die besten Eigenschaften hinsichtlich des Stofftransports in eurem Körper. Und vielleicht versucht ihr mal so 30 Minuten, spätestens 30 Minuten vor euren Hauptmahlzeiten, eine größere Menge Wasser zu trinken, bis zu 500 Milliliter. Das hat sehr positive Effekte auf euren Appetit, der wird nämlich ein bisschen weniger, und auf die Verdauungsaktivitäten. Ja? Das ist noch ein kleiner Tipp, das mal auszuprobieren. Und dann das hoffentlich nicht Schwerste für euch. Ab jetzt lassen wir den Alkohol weg. Denn Alkohol ist sehr stoffwechselwirksam und zwar im negativen Sinne. Und wenn wir den weglassen, entlasten wir den Körper und machen uns vieles leichter. Ja? Gut, ein paar Aufgaben für euch in dieser ersten Woche. Als nächstes kümmern wir uns um euren Einkaufszettel für diese Woche. Und da geht es nicht darum, schon irgendwas Wildes Neues zu integrieren, sondern schaut erstmal, wie ihr euch bisher ernährt und versucht für die Produkte, die ihr verwendet, hochwertigere Alternativen zu finden. Zum Beispiel statt Weißbrot oder ein minderwertiges Graubrot, ein leckeres und hochwertiges Vollkornbrot. Statt helle Nudeln, hellen Reis, die Vollwertvariante. Ja, statt ein Fertigjoghurt mit viel Zucker drin, lieber ein Naturjoghurt mit frischen Früchten drin. All diese Möglichkeiten, bekannte herkömmliche Produkte auszutauschen gegen was Besseres, die findet ihr in unserer Download-Anlage als Einkaufszettel für diese Woche. Lasst euch da mal inspirieren, checkt mal, was für euch da in Frage kommt, beziehungsweise welche Produkte euch direkt betreffen und dann versucht beim nächsten Einkauf das zu berücksichtigen. Okay? Viel Erfolg dabei. Die letzten beiden Aufgaben für diese Woche sind im Bereich der Psychologie, eures Mentaltrainings. Ja? Und das erste ist, versucht doch mal auf Basis der Erkenntnisse, die ihr diese Woche gewinnt, für die nächste Woche schon die ersten konkreten Ziele zu formulieren. Also wie viel wollt, könnt ihr abnehmen, in welchem Zeitraum? Ja? Dazu zwei Informationen, um das ein bisschen einzugrenzen. Die erste Information ist, ein Kilogramm Körperfett hat ungefähr 7000 Kilokalorien an Energie. Das heißt, wenn ihr ein Kilogramm Körperfett abnehmen wollt, müsst ihr irgendwo 7000 Kilokalorien einsparen. Weniger zuführen als verbrauchen. Okay? Das als Hintergrund. Und das Zweite, ihr solltet nicht weniger essen an Kilokalorien als euren Grundumsatz. Ihr habt im Umsatzrechner herausgefunden, wie hoch der ist. Daran könnt ihr euch orientieren. Und damit wir auch diese Woche schon psychologisch und mental nutzen können, gibt es zum Abschluss für euch ein kleines Motivationsmantra.
Das lese ich jetzt ganz kurz vor, nur damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie so ein Mantra aufgebaut sein kann. Das sind natürlich jetzt unsere Worte hier. Ihr könnt gerne sowas nachbauen in euren eigenen Worten. Aber wenn euch das zusagt, so haben wir das auch als Download, als Audio-File in unserem Download-Bereich, sodass ihr euch das dort anhören könnt. Am besten täglich, denn das muss rein ins Unterbewusstsein mit all den positiven Botschaften, die für euch da drin stecken. Ich habe mich entschieden, schlank zu sein. Meine Ziele sind klar und ich gehe ohne Umwege auf sie zu. Ich freue mich auf die tollen Veränderungen. Ich gebe meinem Körper nur das Beste. Ich führe meinen Körper verantwortungsvoll in die neue Lebensphase. Mein neues Lebensgefühl wird bestimmt durch Leichtigkeit, Zufriedenheit, Selbstwertgefühl, Energie und ein gutes Gewissen. Gerne benutzt diese Worte oder findet, wie gesagt, eure eigenen. Aber versucht diese positiven Botschaften, die mit eurer Entscheidung jetzt verbunden sind, wirklich zu verinnerlichen über die tägliche Rezitierung. Gut, das war das Programm für die erste Woche, für das erste Modul. Jetzt am Ende haben wir noch eine kleine Kochsequenz, wo wir ein leckeres Gericht und vor allen Dingen ein passendes Gericht für die jeweilige Phase eures Kurses mit euch zusammen kochen wollen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß, erst beim Zusehen und dann beim Nachkochen und guten Appetit natürlich. Und freue mich darauf, wenn wir uns in der nächsten Woche in alter Frische wiedersehen. Bis dahin. Hallo, ich bin Michaela und heute koche ich für euch gefüllte Paprika. Ein sehr leichtes, aber doch auch sehr sättigendes Gericht, weil es viele gute und gesunde Zutaten beinhaltet, die den Körper nähren und lange satt machen. So, ich befülle eine rote und eine gelbe Paprika. Die Paprika sind deshalb so knallbunt, weil sie viele sekundäre Pflanzenstoffe, also gute Antioxidantien beinhalten, aber auch ganz viel Vitamin C. Genauso wie der Brokkoli, der auch ein Vitalstoffwunder ist, weil er viele Mineralien und Spurenelemente und Vitamine enthält und auch ein sehr kalorienarmes, aber doch sättigendes Gemüse ist. Der Quinoa, ein Pseudogetreide, enthält kein Gluten, dafür aber auch jede Menge Vitalstoffe, die lange satt machen und auch viele gute Proteine. Genau wie die weißen Bohnen. Hier mal eine Version ruhig aus dem Glas, enthält immer noch genug Vitalstoffe und ist einfach auch viel schneller in der Zubereitung. Für Bohnen enthalten weiße Bohnen relativ wenig Kohlenhydrate, dafür aber auch viele gute Proteine, die lange satt machen und einfach auch dem Körper jede Menge Energie geben. Zitrone als Vitamin C und auch als Frische in dem ganzen Gericht. Die Mandeln geben dem Ganzen noch mal etwas mehr Biss und auch zusätzlich viele Mineralien wie Magnesium und Calcium vor allen Dingen. Und dazu einfach ganz simpel als wirklich gute Ölquelle verwenden wir hier Olivenöl. Der Basilikum wird auch frisch dazu gegeben, enthält durch seine ätherischen Öle sehr viele Antioxidantien auch und gibt dem Ganzen natürlich einfach nochmal so ein frisches, wunderbares Aroma. So, jetzt habe ich alle Zutaten vorgestellt und beisammen und ich würde sagen, wir legen einfach los. So, dann legen wir los. Als erstes halbiere ich die Paprika, die beiden. Bevor ich die Paprika aufs Backblech gebe, bereite ich die anderen Zutaten schon mal vor, weil die Paprikas, die brauchen so 15 Minuten, bis sie gar sind, genauso wie der Quinoa. Dann nehme ich als nächstes den Brokkoli. Das ist jetzt schon ein bisschen viel. Teile mir jetzt ein paar Röschen ab. So, das ist eigentlich eine schöne Größe. So gart er recht schnell und behält aber immer noch so ein bisschen Biss. Gebe ich jetzt schon mal in eine Schüssel. Dann hacke ich die Mandeln. So, als nächstes dann die Zitrone noch auspressen. Und dann haben wir das Wichtigste eigentlich schon vorbereitet.
und dann noch den Basilikum zupfen. Da können wir ruhig die ganzen Blätter hier von so einem ganzen Basilikumtopf nehmen. Dann haben wir die wichtigsten Zutaten alle vorbereitet. Als nächstes kommen die Paprikas in den Ofen und der Quinoa wird gekocht. So, den Backofen habe ich schon vorgeheizt auf 180 Grad und die Paprika schiebe ich jetzt auf mittlerer Schiene hinein. So. Und lasse das Ganze jetzt so 15 bis 20 Minuten garen, dass sie so leicht bräunlich werden. Genau, und in der Zeit bereiten wir jetzt den Quinoa zu, damit wir die Paprikas nachher schön befüllen können. So, dann kochen wir jetzt als nächstes den Quinoa. Den habe ich hier jetzt schon mal heiß abgewaschen. Und zwar deshalb, weil er so ein bisschen Bitterstoffe enthält und das spült man damit ganz gut runter. Also heiß ist besser als kalt abwaschen. Das löst sich dann einfach besser. Dann gebe ich das jetzt so in den Topf. Das sind jetzt so knapp 200 Gramm. Und da gebe ich die doppelte Menge, also sprich ungefähr 400 Milliliter Wasser dazu. Ja. So. Genau, das lasse ich einmal aufkochen. Abdecken. Und dann köchelt das so 15 Minuten. Und ich gebe so 5 Minuten vor Ende der Garzeit den Brokkoli dazu und die weißen Bohnen. Dann köchelt das nochmal 5 Minuten und damit das Ganze nochmal lässt man das Ganze nochmal 5 Minuten quellen. Und dann ist das genau richtig gar gekocht. Der Quinoa schön fluffig, der Brokkoli noch ein bisschen knackig. Die Bohnen sind ja eh schon gar, aber die sind dann schön mit aufgewärmt. Genau, die Mandeln kommen ganz zum Schluss dazu und der Basilikum und Zitronensaft und das Olivenöl auch. Die Mandeln, die wollten wir ja noch rösten. Die geben wir in die Pfanne, wieder ohne Öl. Wieder so, dass sie so goldgelb werden, nicht zu dunkel, bis sie anfangen zu duften. Dann bekommen die nämlich auch noch mal ein schönes Aroma. Das muss nicht sein, aber es gibt einfach noch mal ein schöneres, leckeres Aroma. So, der Quinoa, der köchelt jetzt schon so ein bisschen. Da gebe ich noch ein bisschen Salz zu. Alternativ könnt ihr den Quinoa auch in etwas Gemüsebrühe kochen. Das gibt das natürlich noch mal ein bisschen deftigeren Geschmack. Genau, der köchelt jetzt noch so ein bisschen vor sich hin. Jetzt sind die schon gut angeröstet, die Nüsse. So, jetzt kann ich eigentlich schon den Brokkoli dazugeben. Ich habe jetzt hier relativ viel Brokkoli gehackt, da würde ich jetzt irgendwie nur die Hälfte von nehmen. Das reicht eigentlich. So, besonders die kleinen Rösten, das gebe ich dann dazu. Rühre ich nochmal gut um. Und dann kann das nochmal so ein bisschen weiter köcheln. 5 Minuten. Die Bohnen gebe ich auch schon dazu. Genau. Und vielleicht noch mal einen Schuss Wasser, muss man mal so ein bisschen gucken. Ja. Das ist nämlich das Praktische, schön alles in einem Topf. Brauchen wir gar nicht anfangen, erst den Brokkoli noch mal separat zu dünsten oder zu garen. Das kann man schön, wie man so schön sagt, one pot, alles drin. Ganz einfach. So, das sieht eigentlich jetzt schon ganz gut aus. Ich würde den Herd jetzt ausstellen. Jetzt ist der Brokkoli auch noch wunderbar schön hellgrün. Oft ist das ja so, dass der schon so die Farbe verliert und total zerkocht ist. Ich würde es so lassen, nochmal einmal umrühren und dann natürlich nochmal Deckel drauf und quellen lassen, weil der Quinoa immer nochmal schön nachquellt. So nochmal so 5 bis 10 Minuten, aber 5 Minuten reichen eigentlich und dann ist alles perfekt schön fluffig und dann geben wir die restlichen Zutaten dazu. So, das sieht doch schon ganz wunderbar gequollen aus. Der Brokkoli ist immer noch schön hellgrün, der Quinoa schön fluffig. Jetzt gebe ich die Mandeln dazu, die gerösteten, und den Basilikum. Den zupfe ich so ein bisschen. Also ich hacke den nicht mit dem Messer, weil dadurch oxidiert er schneller. Ich zupfe den eher, als dass ich den ganz auch dazu gebe, weil sich dann so ein bisschen besser die ätherischen Öle natürlich daraus lösen. Jetzt, ich rühre schon mal um mal zu gucken, wie das so... Ja, sieht doch schon köstlich aus. Dann schmecke ich das mit ein bisschen Zitronensaft ab.
Gebe auch etwas Olivenöl dazu. Noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Da müsst ihr, guckt ihr auch mal so nach eurem Geschmack, wie viel Salz und Pfeffer. Also das schmeckt natürlich auch so schon, das brauchen wir gar nicht unbedingt in die Paprikas füllen, aber so eine gefüllte Paprika, wenn die so geröstet ist, so eine Paprika, ist sie auch besonders aromatisch und macht natürlich auch noch mal ein bisschen was her. Genau, ja, und das ist jetzt einfach auch durch die weißen Bohnen unglaublich nahrhaft, lange sättigend. Die Mandeln tragen auch dazu bei, der Quinoa ja sowieso. Genau, die Füllung ist soweit fertig, dann können wir jetzt die Paprika aus dem Ofen holen und befüllen. So, die Paprika sind fertig gebacken. Ich habe jetzt hier schon mal zwei wunderschöne Exemplare auf dem Teller angerichtet. Und jetzt befüllen wir die noch mit dieser leckeren Füllung. Und jetzt können wir zum Beispiel noch ein bisschen von dem Brokkoli, der übergeblieben ist, so kleine Röschen so als Topping darüber geben. Dann haben wir noch so ein bisschen rohen Brokkoli dabei, weil er besonders gesund ist, wenn er natürlich roh ist. Und noch ein bisschen Basilikumblätter dazugeben, vielleicht die großen noch ein bisschen klein zupfen. Noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Genau. So. Fertig sind die befüllten Paprikas, sehr aromatisch, wenn die aus dem Ofen kommen, sind sie besonders lecker. Dann mit der sehr sättigenden und nahrhaften Füllung. Ein wunderbar leichtes, aber sättigendes Gericht. Ja, mit allem, was glücklich macht. Ich probiere mal. Sehr lecker. Schmeckt wunderbar. Geschmackstest bestanden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüsschen!